Damit du gesund werden kannst, musst du gesund werden wollen. Wenn jemand Krebs hat und sagt, ich will gesund werden, aber nichts dafür tut, dann ist sein Wille nicht stark genug. Um gesund werden zu wollen, muss man die Bereitschaft mitbringen, wirklich alles zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Es wird nicht einfach, aber wenn man das Ziel erreicht hat, ist man glücklich und zufrieden, dass man die nötigen Strapazen auf sich genommen hat. Es gibt Menschen, die durch ihre Krankheit Aufmerksamkeit bekommen und deshalb an der Krankheit festhalten. Wäre diese Krankheit weg, wäre auch die Aufmerksamkeit weg. Es kann sein, dass diese Personen in früheren Jahren vielleicht von den Eltern weniger Aufmerksamkeit bekommen haben und dies jetzt durch die Krankheit bekommen. Deshalb ist eins der wichtigsten Schritte zu begründen, warum man überhaupt gesund werden will. Du musst genau wissen, für was du kämpfst. Allein der Wille, gesund zu werden, ist nicht groß genug. Du musst genau wissen, für welches Ziel es sich zu kämpfen lohnt. Wenn du Krebs hast, dann sind die Hauptmotivatoren meistens, ich will meine Enkelkinder aufwachsen sehen oder meine Kinder. Ich will unbedingt noch eine Weltreise machen. Ich will noch lange das Lachen meines Kindes hören. Ich will noch viele Weihnachtsfeste miterleben. Ja? Schreibe deine Ziele auf. Für was willst du kämpfen? Warum willst du gesund werden? Wenn du weißt, welches Ziel du hast, wenn du genau weißt, für was du kämpfen willst, dann ist die Motivation und der Wille groß genug, um die Krankheit zu überstehen. Mache dir Gedanken, was ist dir wichtig im Leben und schreibe diese Dinge auf und fang an zu kämpfen. Wenn dir mein Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere meinen Channel und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute, ciao.